Padma Setu Bandhasana ist die Lotusbrücke. Falte deine Beine in den Lotus und lege dich dann auf den Rücken. Halte dabei die Schultern am Boden. Dann hebe das Becken etwas hoch und stütze den Rücken mit den Händen. Zu Anfang ist es leichter, die Daumen nach innen zu geben. Schrittweise, wenn du die Flexibilität im Kreuz entwickelst, kannst du auch die Hände mit den Fingern nach innen und das Becken weiter nach oben. Dazu brauchst du aber eine extreme Lendenflexibilität.